Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von 163 Grad. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier geht es auf diesem Kanal um das Thema Elektromobilität, elektrisch Autofahren, Ökostrom, Ladestationen für Elektroautos, alles rund um Elektromobilität, das heißt batterieelektrische Autos oder auch Fahrzeuge mit anderen Antriebstechnologien, wie zum Beispiel die Brennstoffzelle. Und wenn man die Diskussion verfolgt, auch unter meinen Videos, dann gibt es immer so Kommentare wie Wasserstoff ist die Zukunft. Und dann kommt gleich einer dagegen, nein, die Batterie ist die Zukunft. Und irgendwie hat man, wenn man das liest, das Gefühl, dass sich das beides einander ausschließt. Man müsste sich irgendwie für ein Lager entscheiden. Entweder ist man dafür, dass Wasserstoff die Zukunft wird, oder man glaubt an die Batterie als Energiequelle oder Energiespeicher der Zukunft. Und man muss sich nicht entscheiden. Es gibt Ansätze, beides, die Vorteile beider Technologien vernünftig und wertfrei miteinander zu kombinieren. Und genau das steht hier hinter mir. Der Mercedes GLC Fuel Cell, ein Elektroauto, das ich an der Ladesäule aufladen kann, das aber auch eine Brennstoffzelle hat für lange Strecken und das ich an einer Tankstelle auf langen Strecken eben kurz betanken kann, dann kann ich weiterfahren. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch hier in diesem Video. Bevor wir zu dem Fahrzeug kommen, seien noch ein paar Worte zum Thema Brennstoffzelle gesagt. Die Brennstoffzelle wurde, glaube ich, 1839 erfunden, oder das Prinzip einer Brennstoffzelle ist also schon eine bekannte Technologie, die auch an vielen Stellen schon erprobt worden ist. Die Gemini- und Apollo-Kapseln der 1960er Jahre, die Richtung Mond flogen, hatten auch eine Brennstoffzelle an Bord, die da den Strom erzeugt hat. Eine Brennstoffzelle ist eine Apparatur, eine Maschine, die aus zwei Dingen, nämlich Wasserstoff und Sauerstoff, Wasser macht. Das weiß jeder, H2O ist die Formel für Wasser, H2 ist Wasserstoff, O2 ist Sauerstoff. Das beides wird zusammen zur Reaktion gebracht. Das Abfallprodukt ist Wasser, kommt hier hinten übrigens als Wasserdampf raus, und es werden zwei Elektronen frei, das heißt, es fließt ein elektrischer Strom. Bis dahin ist das eigentlich eine ganz sympathische Technologie. Ich fülle da was rein, es kommt Wasser und Strom raus. Ist das nicht geil? Klingt gut, oder? Sauerstoff entnimmt so eine Brennstoffzelle wie hier in dem Auto aus der Umgebungsluft, brauche ich nicht mitzuführen. Das Einzige, was ich mitführen muss, ist der Wasserstoff. Dazu hat dieses Auto Tanks, zeige ich euch noch, und dem kann ich tanken, den Wasserstoff. Und das ist das eigentliche Thema, über das geredet wird. Erstens, wo kommt der her? Im Moment hauptsächlich aus der Umwandlung von Erdgas. Das ist natürlich nicht das, was wir haben wollen. Er lässt sich aber auch aus erneuerbaren Energien entwickeln oder erstellen. Das wäre dann das, was ich will. Am Windrad Wasserstoff erzeugen, CO2-neutral quasi, den dann tanken und damit dann auch CO2-neutral fahren. Das ist die Zukunftsvision. Heute gibt es erste Versuche dafür, aber der Wasserstoff ist im Moment meistens noch aus Erdgas, wenn ich ihn dann an den Tankstellen tanke. Meistens. Ja, also, ich fülle Wasserstoff ein, den Sauerstoff nimmt die Brennstoffzelle aus der Umgebungsluft, herauskommt elektrischer Strom, damit fahre ich Auto, und Wasser, das kommt als Wasserdampf hinten wieder raus. Jedes Brennstoffzellenfahrzeug, jedes, hat auch einen Akku eingebaut. Das ist ein Puffer, der bei den meisten Wasserstofffahrzeugen vielleicht 1, 2, 3 Kilowattstunden groß ist. Größer sind die nicht. Und da geht es nur darum, zu puffern zwischen der Brennstoffzelle, die nicht so spontan manchmal reagieren kann, wie man das mit dem Gaspedal macht. Das heißt, kurz ein bisschen Leistung nachzuschieben. Und wenn man auf eine Ampel zufährt und Gas wegnimmt, dann kann man damit rekuperieren. Das heißt, dieser Akku nimmt dann die Rekuperationsenergie auf und speichert das ab. So, und Mercedes hat jetzt was ganz den nächsten Schritt gemacht, der eigentlich logisch ist, denn wenn ein Brennstoffzellenauto einen Akku hat, warum macht man den nicht größer, sodass man ihn aufladen kann, wie ein normales elektrisches Auto, macht ein Ladegerät dran, und dann habe ich ja zwei Dinge in einem. Ich habe ein Elektroauto, kann ich einen Stecker reinstecken, an der Ladesäule aufladen, kann den ganzen Tag wie mit einem batterieelektrischen Auto normal fahren, und wenn ich eine Langstrecke fahren will, dann kann ich dieses Fahrzeug mit Wasserstoff, Brennstoffzelle betreiben, kann mir Strom machen und kann lange Strecken zurücklegen mit kurzen Tankpausen ohne lange Ladepausen. Das ist die Idee dabei. Und der
Akku, der hier verbaut ist, ist eben zweierlei einsetzbar. Zum einen natürlich als Daily Driver, wenn ich jeden Tag zur Arbeit fahre, kann ich das batterieelektrisch mit dem Akku tun. Kurze Strecken sind hier möglich, erzähle ich noch gleich. Und wenn ich längere Strecken fahre, am Wochenende unterwegs bin, dann mit der Wasserstoffgeschichte. Aber der Akku kann auch so gesehen werden, dass er die Lücken schließt zwischen den Wasserstofftankstellen. Das Netz entwickelt sich. Es waren bis vor kurzem 50 Wasserstofftankstellen in Deutschland. Man geht jetzt Richtung 100 Wasserstofftankstellen in Deutschland. Und da gibt es noch so einige Strecken, wo es ein bisschen dürftig ist mit der Wasserstofftankstelle. Dann würde das Auto die Möglichkeit bieten, an der Ladesäule kurz nachgeladen zu werden, um sich bis zur nächsten Wasserstofftankstelle hinzuretten. So kann man das sehen. Ja, schauen wir uns doch einmal an, was Mercedes-Benz hier auf die Beine oder besser gesagt auf die Räder gestellt hat. Von der Karosserieform ist das ein ganz normaler Mercedes GLC. Ein Fahrzeug, das es so auch mit Verbrennungsmotoren gibt, mit Benziner, mit Diesel. Ich glaube, es gibt sogar eine AMG-Version. Und das gibt auch ein Coupé-Heck, wenn also das Heck hier so ein bisschen schräg weggeschnitten ist, wie das heute bei Geländewagen häufig so in Mode ist. So ein Coupé, GLC Coupé, findet ihr bei mir auf dem Kanal als Test, als Plug-in Hybrid, ein schwarzes Auto. Da findet ihr das Auto als Plug-in Hybrid schon mal getestet. Den GLC Fuel Cell gibt es nur in der normalen Karosserie-Variante, die gibt es nicht in der Coupé-Variante. Das Fahrzeug hat ein paar Plaketten rundum verteilt, vorne und hinten, und auch hier unten steht dran Fuel Cell, daran kann man das erkennen. Das blaue hier unten an der Türkante ist ein Aufkleber, den dieses Testfahrzeug hat. Ansonsten ist das ein völlig unauffälliges Fahrzeug, was mir so im Straßenverkehr nicht als ein Fahrzeug mit einer besonderen Antriebstechnologie auffallen würde. Zu den technischen Daten, da nehme ich einmal kurz mein iPhone zur Hilfe, meine Notizen. Den Antrieb besorgt ein Elektromotor, eine Asynchronmaschine mit 160 kW Leistung. Das sind 217 PS, 375 Newtonmeter Drehmoment stehen zur Verfügung. Und das Ganze ist bei 160 Stundenkilometer elektronisch abgeriegelt, aufgrund der Antriebstechnologie. Ich habe zwar bei den Winterreifen einen süßen Sticker an der Windschutzscheibe. Ich müsste darauf achten, nicht schneller als 210 zu fahren, weil die Winterreifen nur so zugelassen sind. Aber das Auto fährt nur 160. Reicht auch. Wo willst du heute noch die tollen Geschwindigkeiten fahren wie früher? Autobahnen sind voll, überall Baustellen. Macht nicht wirklich Spaß. Ja, die Brennstoffzelle, die hier eingebaut ist, ist eine Brennstoffzelle mit einer Protonenaustauschmembran, kurz PEM genannt. Das ist eine Weiterentwicklung oder eine Neuentwicklung, die hier vorne in den Motorraum passt. Und ganz wichtig, der Einsatz von Platin, das ist ein Rohstoff, der immer in Verbindung mit einer Brennstoffzelle genannt wird. Der Einsatz von Platin wurde hier im Vergleich zur Vorgängerbrennstoffzelle um 90% reduziert. Ihr seht also, es findet auch hier eine technische Entwicklung statt. Es geht weiter, man forscht, es entwickelt sich, es verbessert sich. Und das hier ist mit Sicherheit auch noch nicht letzter Stand. Die Reise geht weiter. Wir werden also auch noch Weiterentwicklung im Rahmen für die Brennstoffzelle sehen. Die Batterie, die ich auch elektrisch aufladen kann, ist hier im Kofferraum verbaut. Die sitzt auf der Hinterachse, schränkt auch das Kofferraumvolumen ein klein bisschen ein. Der Kofferraumboden ist etwas höher. Seht ihr auch, was dann beim Umklappen der Sitze so eine leichte Stufe hat. Ist nicht so brutal wie in dem Mercedes C-Klasse Plug-in Hybrid, den ich neulich hatte. Ist eigentlich ganz dezent gemacht, aber der Kofferraum trägt im Kofferraumboden etwas auf. Das heißt, die Batterie ist der Kofferraumboden auf der Hinterachse, hat eine Kapazität von 13,5 kW. Stunden brutto, 9,5 sind davon für mich als Fahrer, als Nutzer nutzbar. Und das Ladegerät, was dazu gehört, lädt mit 7,4 kW auf an einem Typ 2 Stecker. Bedeutet also, in etwas weniger als 2 Stunden ist der Akku hier wieder voll aufgeladen. Ja, natürlich kann ich rekuperieren. Die Rekuperation kann ich verstellen, zeige ich euch noch am Lenkrad. Und die Rekuperationsenergie geht dann hinten in die Batterie hinein. Wasserstoff führt das Fahrzeug auch mit sich in 2 Tanks. 4,4 Kilogramm Wasserstoff sind hier an Bord. Es gibt 2 Tanks. Der eine liegt quasi im Kardantunnel und der andere liegt unter den Sitzen, unter den Rücksitzen. Die, beide zusammen sind 4,4 Kilo. 700 Bar Druck hat so ein Wasserstofftank.
Die Technik dazu ist heute beherrschbar, auch wenn 700 Bar jetzt unheimlich viel klingt. Die Tanks sind mehrfach mit Kevlar ummantelt. Sie sind sicher gegen punktuelle Verletzungen. Das heißt, wenn Sie ein kleines Loch kriegen, platzen Sie nicht, sondern da würde der Wasserstoff da ausströmen. Solche Fahrzeuge haben üblicherweise Sensoren im Innenraum. Sofern da irgendwie Wasserstoff geschnüffelt wird von den Sensoren, würde das System komplett abschalten. Und ja, das soweit zum Thema Wasserstoff. Wenn ich das so hochrechne, 4,4 Kilogramm Wasserstoff, dann komme ich ungefähr auf 400 Kilometer, da ein Brennstoffzellenfahrzeug immer so aus meiner Erfahrung um die 1,2 Kilogramm Wasserstoff auf 100 Kilometer verbraucht, wären also dann 400 Kilometer, die ich mit meiner Wasserstoffantriebstechnik hier komme. Für die Elektrobatterie wird ein Verbrauch angegeben von 18 Kilowattstunden auf 100 Kilometern WLTP. 9 habe ich, bedeutet 50 Kilometer, nicht ganz 41 ist die WLTP-Angabe. Es waren ja auch etwas mehr als 9 Kilowattstunden Verbrauch, also 41 Kilometer WLTP rein elektrisch. Zusammen habe ich also die 400 aus der Brennstoffzelle und die 40 aus der Batterie sind 440 Kilometer Reichweite, die dieses Auto hat. Ich weiß, da hätte sich manch einer jetzt etwas mehr vorgestellt, 600, 700, 800 Kilometer, wenn ich diesen Aufriss schon mache und zwei solche Antriebstechnologien hier einbaue. Aber ich sag mal, das ist der Anfang. Das ist das erste Auto seiner Art. Übrigens auch nicht zu kaufen bei Mercedes, wird nur vermietet an Großkunden, an Flottenkunden. Die Hamburger Polizei hat so eins zum Beispiel. Das ist also das erste Auto seiner Art. Das ist der Anfang von etwas und nicht das Ende. Und insofern werden wir auch noch weitere Fahrzeuge sehen, davon bin ich überzeugt, die mit so einer Technologie hier funktionieren. Thema Brennstoffzelle noch mal kurz. Der Brennstoffzelle wird eine gewisse Zukunft vorausgesagt in den Jahren rund um 2030. Also ab 2025 beginnend, 2030, da kommt die Brennstoffzelle vermehrt ins Spiel, mehr als heute. Das ist so die Prognose und das ist auch der Grund, weshalb Fahrzeughersteller wie Mercedes-Benz an diesem Konzept festhalten und es weiterentwickeln, weil sie dann, wenn das Thema Brennstoffzelle akut wird, nicht unbedingt abgehängt werden wollen. Innen empfängt der GLC den Fahrer mit dem typischen Mercedes-Cockpit. Das neue MBUX-System ist allerdings noch nicht an Bord. Die Ergonomie gibt keine Rätsel auf, auch wenn das viele Knöpfe sind, sie sind von der Haptik sehr unterschiedlich und deshalb auch während der Fahrt gut zu bedienen, ohne dass man den Blick von der Straße nehmen muss. Die Sitze sind bequem und mehrfach verstellbar. Richtig klasse finde ich die Warnwesten, die sich als kleine Rollen für vier Passagiere griffbereit in den Türtaschen befinden. Da hat jemand wirklich mitgedacht. Auch hinten ist genug Platz für mindestens zwei Passagiere. Im Kofferraum macht sich der Akku bemerkbar. Trotzdem bleiben noch gut nutzbare 395 Liter Volumen für das Gepäck. Mit umgeklappten Rücksitzen sogar bis zu 1445 Liter. Fahrdynamisch gibt es vier Stufen: Komfort, Sport, Eco und Individual. Komfort war für mich völlig ausreichend. Für das Aufladen der Batterie lassen sich die Ladezeiten und Ladeströme einstellen und so zum Beispiel an den Stromtarif anpassen. Das Auto kann auch vorklimatisiert werden, wenn es an der Wallbox angeschlossen bleibt. Das große Fahrerdisplay lässt sich natürlich auch noch individualisieren. Und mit den Schaltpedalen am Lenkrad werden die Rekuperationsstufen eingestellt. In der Stufe Auto macht der Mercedes das Radar gestützt von alleine. Ja, und jetzt kommt die große Frage, wie fährt denn so ein Auto mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb? Nun, die gute Nachricht, das ist ein ganz normales Auto für mich als Nutzer, als Kunde. Ich schließe es auf, ich steige ein, ich drücke den Startknopf, dann springt es an gewissermaßen. Ist natürlich nicht zu hören, aber es zeigt mir hier an, ready, du kannst losfahren. Und dann kann ich losfahren. Mach den Hebel auf D und es geht los. Ganz einfach eigentlich. Es ist nicht anders, nicht komplizierter als ein Mercedes mit Benzin- oder Dieselmotor. Es gibt nicht wirklich etwas zu beachten, dass ich etwas in den Bedienschritten hier anders machen müsste. Das ist die gute Nachricht.
Geräuschkulisse, wie bei einem Elektroauto üblich, super, super leise, fast nicht hörbar. Was man ein bisschen hört, ist die Brennstoffzelle vorne. Wenn es hier drin leise wird, dann macht die Brennstoffzelle ein bisschen Geräusche. Sie faucht, sie zischt, sie summt. Also man merkt, da vorne ist etwas Leben unter der Haube, aber überhaupt nicht störend oder unangenehm in irgendeiner Art und Weise. Vom Fahren her habe ich hier mehrere Modi zur Verfügung, zwischen denen ich mich entscheiden kann. Wenn ich den Wagen öffne und starte, steht er immer auf dem Modus Komfort, heißt er, glaube ich. Und mal gucken, nein, Hybrid heißt er. Hybrid, das ist der Modus, mit dem das Fahrzeug immer anfängt. Hybrid heißt, dass das Auto selbstständig entscheidet, fahre ich mit der Batterie oder fahre ich mit der Brennstoffzelle. Das heißt, ich würde, wenn ich in der Innenstadt langsam fahre, würde das Fahrzeug wahrscheinlich Strom aus der Batterie nehmen und die Brennstoffzelle gar nicht anmachen. Wenn ich auf der Autobahn bin und mehr Leistung haben will und schneller fahren will, dann kommt natürlich beides zum Einsatz. Und so wechselt das Auto hin und her, jeweils immer in die optimale Antriebskombination. Das macht es von alleine. Dann gibt es den Modus Battery. Versteht sich eigentlich von selbst der Name. Das heißt, jetzt fährt das Fahrzeug nur noch mit der Batterie. Damit kann ich das Auto zwingen, dass die Brennstoffzelle nicht angeht und dass ich nur aus der Fahrbatterie gespeist losfahre. Ideal für Kurzstrecken in der Stadt. Das Gegenteil ist der Modus F-Cell. Jetzt fahre ich ausschließlich mit Strom aus der Brennstoffzelle. Das ist ein Modus, der zum Beispiel Sinn macht, wenn ich tanken will. Wenn ich auf eine Wasserstofftankstelle zufahre und ich weiß, ich habe jetzt noch 5 Kilometer oder sowas, dann kann ich mit diesem Modus F-Cell zwingen, dass er jetzt das letzte Quäntchen Wasserstoff aus dem Tank verbraucht, mir quasi zu Strom macht und den Strom dann auch zum Fortbewegen nimmt und meine Batterie schont, sodass ich die Batterieleistung für später aufbewahren kann. Und das geht noch eine Spur schärfer, das ist der Modus Charge. Jetzt fährt das Auto wieder nur mit der Brennstoffzelle und die Leistung der Brennstoffzelle wird jetzt so erhöht, dass das Fahrzeug die Batterie nachlädt. Damit kann ich also Wasserstoff, bevor ich tanke, noch zu Strom machen, mir in die Batterie wegpuffern und kann dann schnell Wasserstoff tanken. So ist das gedacht. Wenn ich also auf einer längeren Strecke fahre, ich sag mal Hamburg-München als Beispiel, und ich bin nur 10 Kilometer von der Wasserstofftankstelle entfernt, dann kann ich mit diesem Modus noch ein bisschen Wasserstoff zu Strom machen, kann quasi meine Onboard-Batterie nachladen, denn den Wasserstoff kann ich ja in wenigen Minuten kurz laden, dann brauche ich die Batterie nicht laden. Also man kann mit diesen beiden Systemen ein bisschen spielen. Ansonsten, ja, Mercedes halt, möchte ich sagen. Der Wagen fährt exzellent, der federt gut. Es gibt auch viele Details, wie zum Beispiel das Licht. Sowas kennt ein Tesla-Fahrer gar nicht. Das Licht ist echt gut, muss ich sagen. Ich habe den Wagen nachts gefahren und es ist super hell ausgeleuchtet, tolles Fernlicht, also wirklich Hut ab. Das ist schon eine tolle Qualität. Ja, ansonsten muss ich ehrlich sagen, ist das ein Mercedes. Und das sagt eigentlich auch schon alles aus. Das Auto ist wirklich super, super gut verarbeitet. Ob es die Nähte sind hier auf dem Armaturenbrett, die Blechbearbeitung aus und es ist wirklich top verarbeitet. Es sitzt sich gut, die Ergonomie passt. Mit den vielen kleinen Schaltern hier, das ist eben so der Mercedes-typische Bedienaufbau, den heute jedes Fahrzeug hat. Ich habe relativ viele Tasten hier am Lenkrad, an die man sich dann erstmal gewöhnen muss. Hat etwas gedauert. Ich fahre den Wagen jetzt schon ein paar Tage und es ist kein Problem. Man kann sich sehr gut dran gewöhnen und man kommt auch ganz gut damit klar. Ich hatte ja vorher eine Mercedes C-Klasse zum Test und da war das für mich noch etwas neu und da habe ich an mancher Stelle noch ein bisschen mit der Bedienlogik hier gehadert. Aber wenn man da einmal durch ist und vertraut ist, dann ist das eigentlich alles ganz logisch. Was bei Mercedes immer toll ist, finde ich, und schon immer toll war, ist die Sitzverstellung. Ich habe hier an der Tür die Sitzverstellung in Form eines Sitzes
What you see is what you get, sagt der Computerexperte. Also das Teil, was ich anfasse, verstellt sich dann auch in die Richtung, in der ich diesen Knopf drücke. Und ich mache das Ganze nicht hier unten irgendwo im Dunkeln zwischen Türschweller und Sitz, sondern ich mache das hier oben an der Tür. Ist ein Feature, Sitz verstellst du ja nun nicht jeden Tag, aber ich finde das irgendwie ganz angenehm. Der Sitz selber sitzt sich gut. Was ich sehr mag, ist, dass ich die Sitzlänge hier verstellen kann. Viele Fahrzeughersteller bauen heute Sitze ein mit einer recht kurzen Sitzfläche. Und ich mag es gern, ein bisschen Unterstützung unter den Oberschenkeln zu haben. Deshalb finde ich das gut. Dieses Fahrzeug hier hat so eine Sitzlängenverstellung. Da fährt dann vorne ein kleines Stück aus dem Sitz raus und macht die Sitzfläche etwas länger. Etwas bietet mehr Unterstützung für die Beine, wenn man sitzt. Sitzposition. Ja, das ist ein SUV, ein kleiner Geländewagen. Ich sitze eine halbe Etage höher als die anderen hier auf der Straße, sofern sie kein SUV fahren. Das ist ja auch das, was der SUV-Käufer dann gerne möchte. Und ich sag mal, der Blick nach draußen ist mit diesen doch recht schmalen Fenstern und der recht steil stehenden Scheibe erinnert mich so ein bisschen an einen Mini Cooper. Also wer schon mal Mini gefahren ist, weiß, wie das ist. Man sitzt in so einem kleinen Panzerspielwagen, hat einen relativ schmalen Schlitz, durch den man herausguckt mit einer relativ senkrecht stehenden Scheibe. So ein bisschen in die Richtung geht das hier. Bin sehr eingebaut von diesem Auto und gucke durch eine sehr schmale Scheibe. Für mich wirkt sie so nach draußen. Aber alles gut. Fühle mich sehr sicher und gut aufgehoben. Fahreindruck ist über jeden Zweifel erhaben. Federung ist toll, Straßenlage ist toll. Ich schwimme so mit. Es ist wie bei allen Brennstoffzellenautos üblich ein Fahrzeug, das sicherlich auf dem Papier seine Fahrleistung hat. Aber wenn man da drin sitzt und fährt, dann ist das ein entspannter Gleiter. Das ist kein Auto, mit dem du an der Ampel irgendjemanden herausforderst, sondern das ist etwas, wo du einsteigst. Dir ist alles egal, du fährst dein Ding, du fährst dein Striemel, du fährst deine Taktik mit den Ladestopps oder mit den Tankstopps und gleitest dahin. Das Fahrzeug fährt 160 Stundenkilometer Spitze, die fährt es auch, habe ich schon ausprobiert. Und die kann man auch problemlos damit fahren, denn die Verarbeitungsqualität und die Bauform und die Karosserie gibt es bei Mercedes ja auch mit anderen Motorisierungen, die weit über 200 gehen. Und wie tankt man mit einem Wasserstofffahrzeug? Das habe ich euch in den vergangenen Videos, wo ich ein Wasserstofffahrzeug getestet habe, schon mal gezeigt. Mit dem Hyundai Nexo, mit dem Toyota Mirai und mit dem Hyundai iX35. Und wir machen das hier auch nochmal. Ich stehe an einer ganz normalen Shell-Tankstelle, an der die Wasserstoff-Zapfsäule in die Zapfsäulenreihe hier integriert ist. Die steht hier ganz normal zwischen den anderen Zapfsäulen. Man kann rechts und links ranfahren. Die asiatischen Autos haben den Wasserstoffanschluss auf der anderen Seite. Der Mercedes hat den Wasserstoffanschluss auf der Beifahrerseite. Kannst da ein bisschen rumkommen und hier mit filmen. Hier ist so eine Gummikappe drauf und das ist der Anschluss für den Wasserstoffstutzen. Im Prinzip wie Erdgas, kennt ihr vom Erdgasauto. So, wenn man Wasserstoff tanken will, dann muss man eine Karte haben. Mit dieser Karte muss man sich autorisieren hier, denn bezahlt wird über die Karte. Das geht wie folgt. Karte hier reinstecken. Rausnehmen. 700 Bar muss ich bestätigen. Da muss ich eine PIN-Nummer eingeben. Möchten Sie einen Beleg? Ja. Und dann kann ich schon tanken. Das war's. Jetzt nehme ich die Tankpistole hier. So sieht die aus. Im Prinzip wie eine normale Zapfpistole. Die stecke ich hier drauf. Und dann verriegelt er, macht Klack. Und dann dauert es einen kleinen Augenblick, dann checkt die Zapfsäule mit dem Fahrzeug die Kommunikation und dann beginnt hier die Betankung. Wir können ja mal auf die Uhr gucken, was hier passiert. Ist jetzt 0, weil wir hier noch den Knopf Start drücken müssen. So, jetzt hört man es ein bisschen zischen und fauchen. So ein bisschen wie Darth Vader mit dem Inhalator, aber im Prinzip läuft das völlig von alleine ab.
Hier entweicht auch kein Wasserstoff. Hier ist nichts Gefährliches. Das ist so geregelt, dass, wie gesagt, das Fahrzeug mit der Zapfsäule kommuniziert und das Ganze läuft. Muss ich verriegeln? Habe ich was verkehrt gemacht oder läuft schon? Achso. Ich glaube, ich habe nicht verriegelt. Nochmal. Ja, ich habe mich verriegelt. So. Genau. Jetzt ist die Zapfsäule verriegelt. Ich drücke Start. Das sind so die Anfängerfehler. Also die Zapfpistole drückt man, so wie man Benzin zapft. Jetzt hört man es auch. Die Zapfpistole muss man drücken. Ich war vorher bei einer anderen Wasserstofftankstelle, die hatte eine andere Pistole. Und jetzt könnt ihr da oben sehen, jetzt geht's los. War nicht richtig verriegelt, sind so die Anfängerfehler. Macht man nicht so häufig. Der Tank ist fast leer. 4,4 Kilogramm gehen rein. Also ich bin gespannt. Tanken läuft, da oben läuft's. Wir sind jetzt bei 0,1 Kilo. Das war praktisch so der erste Testballon, um mal zu testen, ob die Kommunikation stimmt, wie der Tankdruck ist. Und jetzt ist der Druck aufgebaut, jetzt geht's los. Zum Preis 9,50 Euro stehen hier auf der Uhr. Und das ist ein künstlicher Preis. Wasserstoff kostet überall an allen Tankstellen 9,50 Euro. Das ist ein politischer Preis, auf den man sich geeinigt hat. Sicherlich nicht der normale Herstellungspreis. Das Wasserstoffkonsortium H2 wird von Shell und Linde zusammen betrieben. Die haben das gegründet und bauen diese Wasserstofftankstellen hier auf. Deshalb steht sie auch hier bei einer Shell. So, wir gehen noch mal kurz zum Auto. Hier kann man sehen, es faucht und zischt, aber es passiert nichts. Der Schlauch wird auch nicht übermäßig kalt oder so. Es läuft einfach. Wie weit sind wir jetzt? Wollen wir mal gucken? Auf der Uhr? Ja, wir sind bei 1,8 Kilo. Also der Tank ist noch nicht ganz halb voll. Ein bisschen Rest war drin, aber nicht viel. Das Fahrzeug zeigte schon Reserve an. Das heißt, ich schätze, dass wir über 4 Kilo hier heute tanken. Und ihr könnt ja die Zeit mitstoppen. Es wird ja mal gesagt, dass ein Wasserstofftankvorgang 5 Minuten dauert. Yeah. Wir machen das hier live, 1:1, ohne Schnitt. Und insofern könnt ihr auch mitstoppen, wie lange das dauert. Es faucht immer noch hier. Geräuschkulisse ist immer noch dieselbe. Passiert nichts. Fast langweilig. Man soll den Tag nicht vorm Abend loben, aber alles gut. So, 3 Kilo. 3 Kilo, fast 30 Euro. Aber 1, Kilo braucht man, etwas über 1 Kilo braucht man für 100 Kilometer. So, und das war's. Das heißt, wir haben 3,2 Kilo. Das heißt, es müsste noch 1 Kilo Wasserstoff in der Anlage drin gewesen sein. Habe ich mich ja verschätzt. Wie gesagt, ich kenne den Wagen noch nicht. Insofern muss man das erstmal für sich so interpretieren. Und hier kommt dann ein Beleg raus, der mir genau das zeigt. 3,29 Kilo Wasserstoff zum Preis von 9,50 Euro pro Kilo sind 31,26 Euro. So, jetzt machen wir die Pistole ab. Kannst ja mal hier so zeigen. Die ist jetzt richtig kühl. Klack, den runter und dann geht sie ab. Ist da wieder eingehängt. Man merkt schon, dass die Pistole durch den Druck ein bisschen kühler geworden ist. Ein Handschuh wäre vielleicht nicht schlecht. So, das war's mit Wasserstoff. Geht doch ganz einfach, oder? Bei der Registrierung dieser H2-Ladekarte, die man ja haben muss, ohne die man hier nicht tanken kann, hinterlegt man auch die Zahlungsdaten und das wird dann mit einer Monatsrechnung vom Konto abgebucht. Man muss nicht hier in den Shop rein
und irgendwas bezahlen. Das geht alles bargeldlos über diese Karte. Und das Aufladen zu Hause ist mit dem Mercedes GLC Fuel Cell auch recht einfach. Der Ladeanschluss ist wie bei eigentlich fast allen Mercedes Elektrofahrzeugen hier unten rechts an der Stoßstangenecke. Macht man sich gerne mal ein bisschen die Finger schmutzig, aber da ist er halt, ein Typ 2 Anschluss, wie man sieht, zweiphasig belegt. Das bedeutet, wir laden mit 7,2 kW Leistung auf. Und dann nehmen wir den Ladestecker. Einfach hier hinten rein. Klack. Und dann gehen wir das andere Ende an die Wallbox. Freischalten. Stecker rein. Je nachdem, welche Wallbox ihr habt. Und dann kann es losgehen. Blau. Hier blinkt er auch auf grün. Und dann lädt der Wagen. Und wie gesagt, bei der Ladegeschwindigkeit unter 10 kW habe ich ja zur Verfügung. Mit 7,2 lädt er hier. Das heißt also, ich habe wirklich in einer Stunde ungefähr ist so ein Auto dann voll. Das heißt, schnell mal irgendwo eine Stunde Zwischenhalt machen, den Akku wieder nachladen. Das geht mit dem Auto hier wunderbar. Kommen wir zu den Punkten, über die man sicherlich noch mal reden muss. Das Hauptthema bei diesem Fahrzeug ist die Reichweite. Laut Prospekt sind es 400 Kilometer plus, die er WLTP erreicht, oder NEFZ, glaube ich, war es, eins von beiden. Das Fahrzeug gibt es ja schon eine Weile, es ist mit NEFZ auf den Markt gekommen. Die Verbrauchswerte, die ich hier angezeigt bekommen habe, sind eigentlich ganz okay. Ich fahre mit um und bei 1 Kilogramm Wasserstoff auf 100 Kilometern und auch der elektrische Verbrauchswert ist da, wo er eigentlich hingehört. Trotzdem habe ich nicht die Reichweite, die hier im Prospekt angegeben ist, und ich habe weniger Reichweite und ich finde sogar sehr viel weniger Reichweite. Muss man natürlich dazu sagen, das Fahrzeug hat Winterreifen drauf und wir haben im Moment 2 Grad Außentemperatur. Das ist bei jedem Elektroauto so, dass du dann nicht die Maximalreichweite hast. Und die hast du sowieso nicht. Die wird im Prüfstand irgendwo auf dem Rollenprüfstand in der Halle gefahren oder ist wirklichkeitsfremd. Hast du beim Verbrenner auch nicht. Ich hatte einen BMW, da stand irgendwas von 5 Litern drauf. Verbraucht habe ich 6 oder 7. Und dementsprechend kam ich auch keine 1300 Kilometer weit, wie der Hersteller angegeben hat, sondern 1000. Und hier ist das ähnlich, aber ich finde die Diskrepanz hört sich dann schnell sehr viel deutlicher an. Ich komme mit diesem Fahrzeug 300 Kilometer, wenn ich den Wasserstoff voll auflade und die Batterie voll auflade. Das finde ich ein bisschen zu wenig. Aber ich hatte es ja eingangs schon gesagt, das Auto ist hier nicht letzter Stand. Darum wird es ja von Mercedes auch nicht verkauft, sondern nur quasi vermietet. Und es zeigt, wo die Technik heute ist. Die ersten Elektroautos, die ich gefahren habe 2014, die hatten Reichweiten von 100 Kilometern oder sowas, wenn die Sonne schien, und kosteten das Doppelte wie ein Verbrenner. So, und heute hat das neue Modell davon dann 300 Kilometer Reichweite und kostet auch nicht mehr als der gleichwertige Verbrenner. Da ist also eine Entwicklung dabei oder hat eine Entwicklung stattgefunden. Und die wird hier auch stattfinden, da bin ich mir ganz sicher. Und dieses Fahrzeug mag so sein, dass der ein oder andere sagt, oh, was soll das denn, da baue ich jetzt 2 Techniken ein, mache den Riesenaufwand und dann für das Ergebnis. Ja, klar. Wenn man hier eine ordentliche Batterie eingebaut hätte, hätte ich mindestens die gleiche Reichweite, müsste dann allerdings laden, nicht tanken. Aber das war ja auch gar nicht die Aufgabenstellung für das Auto. Die Aufgabenstellung war, zu zeigen, was möglich ist, diese beiden Techniken miteinander zu kombinieren. Und mit der heutigen Technik, würde ich mal sagen, komme ich 300 Kilometer weit. Fahre dafür ein Auto, das vollgestopft ist mit Technik. Natürlich, man sieht das auch hinten, der Wagen hat hinten relativ wenig Bodenfreiheit. Man sieht da richtig unten die Karosserieveränderungen für die Tanks. Ja, ist so. Aber auch hier wird eine Entwicklung stattfinden. Das heißt, wenn du so ein Fahrzeug in, keine Ahnung, 4, 5 Jahren nochmal fährst, dann wirst du dich wundern, was dann geht. Und wie weit die Technik dann ist, welche Reichweiten möglich sind, da vertraue ich drauf, dass sich das nochmal deutlich verändern wird. Ja, und dann wird die Technik sicherlich auch interessanter werden. Aber wie gesagt, das ist ein Anfang und dann muss man gucken, wie die Technik sich entwickelt, wohin die Reise geht und zu was man diese Technik noch weiterentwickeln, weiter treiben kann. Ich glaube, da kommt noch eine ganze Menge. Das ist jetzt das 4. Brennstoffzellenauto, das ich im Alltag fahren konnte. Auch wenn es so logisch klingt mit der Brennstoffzelle,
Es faucht, zischt und raucht und ich muss am Ende doch wieder zur Tankstelle. Echter Fortschritt sieht für mich anders aus. Dafür kann der Mercedes GLC aber nichts. Der ist ein richtig gutes Auto.